Nick Schofield und die Liebes Black Wings Linz zu Gast in der Eis Arena Salzburg beim vorletzten der erste Bank Eishockey Liga. Wer hätte das vor Saisonstart gedacht? Heute steht bei den Salzburgern Bernhard Starkbaum wieder im Kasten. Zuletzt stand hier Luca Gratschner im Tor bei den Salzburgern bei der Niederlage in Dornbirn. 3:5 unterlag das Team von Greg Poss in Vorarlberg. Heute gibt es einen weitaus besseren Start für die Salzburger in dieses Spiel. 5 Minuten absolviert Alex Palestrang mit seinem bereits 4. Tor in dieser Saison und dem frühen 1:0 für die Salzburger. Und das sollte doch in dieser schwierigen Phase der Saison Auftrieb geben. Die Salzburger sind auch in weiterer Folge, gerade im ersten Drittel, das ganz klar tonangebende Team, haben immer wieder gute Abschlussgelegenheiten und meist wird es auch aus der Distanz probiert. Dann der Blick auf die Gegenseite, Pichet direkt von der Strafbank zurückkehrend, leitet hier die Möglichkeit für die Linz ein. Und das ist die beste bis zu diesem Zeitpunkt in Person von Brian Lebler. Starkbaum mit dem Glück des Tüchtigen. Ja, Salzburg führt verdient nach dem ersten Drittel mit 1:0. Zuletzt haben ja die Roten Bullen viermal in Serie ohne Punktegewinn verloren. Zweites Drittel. Auch da gibt es wieder einen Blitzstart aus Sicht der Gastgeber, Bobby Raymond. Wieder ist Mike Users die Sicht verstellt. 2:0 für die Salzburger, 21 Minuten gespielt. Den hat der Keeper der Linzer einfach nicht kommen sehen. Dafür sieht er dann Mario Huber kommen mit einem tollen Antritt. Und dann, so wie zuerst Starkbaum, jetzt auch Users mit dem Glück des tüchtigen Brent Harris kann im Nachschuss nicht verwerten. Spiel jetzt offen, Spiel spannend mit Chancen auf beiden Seiten. Die Linzer im Gegenzug mit Ender sind wir eine tolle Möglichkeit. Für die Black Wings aber ebenso großartig reagiert von Starkbaum in dieser Szene. Aber die Black Wings drücken jetzt aufs Tempo und kommen dann hochverdient zum Anschlusstreffer. 36. Jetzt klappt's aus Sicht von Dander Silva, der hier diesen Abpraller perfekt nutzt. Jubel also im prall gefüllten Auswärtssektor bei den Linzern und die hätten dann beinahe noch einmal ein Tor zelebrieren dürfen. In der Schlussphase des zweiten Drittels haben die Black Wings hier Pech, indem sie nur Metall treffen. Tolle Chance für die Oberösterreicher auf das 2:2. So gehen die Salzburger mit einer knappen Führung in den Schlussabschnitt. Und da können die Roten Bullen wieder vorlegen. 3:1, 43. Ryan Duncan mit seinem ersten Saisontreffer steht den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Und da hat Usas noch weniger gesehen als beim 2:0. Der kann einem heute richtig leid tun. Ja, vor 6 Tagen haben die Linzer noch 3:2 gewonnen gegen die Salzburger beim Heimspiel. Und sie machen auch heute hier dieses Spiel wieder spannend. Brian Lebler, 51. Nur noch 2:3. Lock mit dem Versuch, Lebler ist beim Abpraller zur Stelle und bezwingt Starkbaum zum Anschlusstreffer. 8. Saisontreffer bereits für Lebler. Aber das Spiel bleibt nach wie vor extrem umkämpft, extrem spannend. Bobby Raymond auf der Gegenseite mit der Möglichkeit auf das 4:2. Big Save hier von Mike Users und damit ab in eine super Schlussphase. Linz probiert noch einmal alles und hat den Ausgleich am Schläger. Corey Lock im Pech hier. Da fehlen nur Zentimeter zum 3:3. Und so bleibt es Salzburg vorbehalten, den Deckel drauf zu machen. Brent Harris, bitteschön. 4:2, empty net. Damit ist kurz vor Schluss, 16 Sekunden vor dem Ende, alles klar. Salzburg meldet sich also mit einem Sieg gegen die Black Wings zurück. Ja, wir sind sehr gut in das Spiel angefangen. Das Spiel in den ersten Drittel dominiert. Und dann haben wir ab zweiten Drittel zu viele Einzelaktionen gehabt. Und wir waren zu low in der Defensive. Und diese Zeit hat dann Starkbaum gut gehalten. Und dann wir haben natürlich am Ende war auch knapp, aber
Ich meine, diese Liga ist jedes Spiel knapp. Und, aber wir müssen auch, wenn wir eine Final-Führung ein bisschen mehr stabil spielen. Wir haben zu viele Torschancen abgegeben. Wir waren zu weit von Mann. Und wir haben zu viele unnötige Scheibenverluste. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Well, first period, we were still on the bus. Not much to say about that one. Second period was better for us. We were pretty good. We missed some opportunities to score, which, you know, lately we've been scoring. We didn't score in the second. I thought that was a little bit of difference in the game. I thought we could have had a couple more in the second, but it didn't work out that way. Give them credit. And the third, I thought we played pretty good. Carried the play, but tough to win when you don't start well.